Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag kurz vor 17 Uhr auf dem Kreuzweg. Im Bereich einer Kurve hatte ein Fahrer eines Traktors mit angehängter Kreiselecke-Seekombination ein entgegenkommendes Quad gesehen und bis zum Stillstand abgebremst. Eine 38-jährige Quadfahrerin schätzte jedoch die Situation falsch ein und fuhr zu schnell in die Kurve. Das Quad prallte gegen das Arbeitsgerät. Sowohl die Fahrerin als auch die Sozia wurden schwer verletzt. Die Erstversorgung übernahmen der Notarzt aus Walldorf sowie der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt. Die Sozia wurde mit dem Hubschrauber, die Fahrerin mit einem Rettungswagen in Kliniken eingeliefert. Lebensgefahr besteht bei keiner der Verletzten.